Jo, meine lieben kleinen Jabraus da draußen, heute geht's weiter mit einer neuen Folge von Medieval, die Spukringe? Okay. Doch, Leute, das war jetzt mal der unspektakuläre Name des Jahres, gefühlt, aber ja gut. Ja gut, das hat die Stimmung einigermaßen aufgeheitert, aber ich würde mal sagen. Gegen Dämonen hilft nur eins, und zwar das hier. Oh, Hühner! Huhn, 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 Huhn. Na gut, die Hühner sind tot, die Hühner. So. Seit die Bauern von den Schattendämonen gefangen genommen wurden, müssen die Tiere hungern. Du willst dich verarschen, oder? Das war, glaube ich, jetzt ein Verarsche. Wir müssen die Tiere hungern. Wir sind überall riesige. Naja. Wir gehen mal alle auf einen Haufen. Das habe ich mir nämlich schon irgendwie so in Dreh rum gedacht, dass wir das sein können. Das war ja wohl. Es konnte ja bloß ein Scherz sein. So. Ab zum nächsten Haufen. Könnt ihr mal bitte alle da hin? Danke. Die Tiere hungern, ich glaube, ich bin. Tor aufgebrochen, hier überall riesige Haufen, was für Hungerleiden. So, der ist jetzt auch gleich weggenampft. Okay, scheinbar war es wirklich bloß dieser eine einzige Hügeler. Ja gut, ich schwere mich nicht. Einmal zum Kaufen, oder? Willkommen auf Schloss Peregrin. Zu Zeiten König Peregrins war dieses herrliche Bauwerk Herrschersitz und Heim der Königsfamilie. Heute trifft man hier nur noch auf Geister und Erinnerungen. Naja, auf eine Erinnerung kann ich schlecht treffen, dann... Okay, Herr Daniel Ford, das tut auf jeden Fall. Ich kann dich denn, ja. Hallo? Ja, und jetzt? Weiter? Wo ist lang? Wenn das Tor nicht geht, dann sagt das hier. Die Bauern werden im Hof festgehalten. Beim ersten Anzeichen von Ärger werden die Schattendämonen die Gefangenen den Flammen opfern. Seid flink, erschlagt die Dämonenwächter und befreit die Bauern. Okay, ich verstehe, warum dieser Bogen so OP ist. Sonst würde man das hier, Safe Call, nicht schaffen. Man würde verzweifeln daran, weil man sie nicht kaputt kriegt. War's das schon? No. Ah, nicht brennen, das... Nein, wir dürfen mal alles von vorne machen. Okay. Okay, Leute. Klitzekleiner Cut. Das hätte ich mir auch sparen können. Aber ohne Scherz, das ist ja mal... Ich habe gedacht, ich könnte jetzt diese befreien, wie so ein wahrer Held. Ja gut. Ist ja klar, wenn da drunter gleich Feuer ist, dass das passiert. Aber ja gut. Ja. Alles gleich wegbrutzeln. So, das war's jetzt scheinbar. Hoffte ich und ging weiter. Jetzt ist die Frage, was machen, dass sie hier nicht einen schrecklichen Tod erleiden? Besten wie es auch schon gar nichts. Soll ich es da wirklich hängen lassen? Das ist ja mal nein, oder? Das soll jetzt nicht sein.
Hallo, ich bin der Held. Ich lasse euch da mal hängen. Okay, da hinten wäre auch noch was. Vielleicht können wir die am Ende vielleicht so befreien. Aber jetzt gerade aktuell sehe ich keinerlei Beweggrund, wie wir das machen können. Okay, das Grüne haben wir nicht. Wir haben nur ein rotes. Okay, dahinter sind auch wieder ein Haufen Schattendämonen. Was machen wir jetzt? Wenn wir hier drauf gehen, stürzen die runter und sterben. Anders abmachen, vermute ich mal, geht nicht. Eine geheime Mauer? Wo ist unser Hammer? Scheinbar auch nicht. Können wir uns ausschlagen? So, aber jetzt komm. Mit Sack auf dem Kopf rennen sie weg. Okay. Und jetzt kann schnell wieder unseren Magiebogen nehmen. Denn der bringt uns tausendmal mehr. Danke für die Rettung, edler Herr. Verzeiht, Meister. Wir haben kein Schwein, mit dem wir euch belohnen könnten. Aber es wäre uns eine Ehre, wenn ihr stattdessen diese goldenen Steine als Zeichen unseres Danks annehmen würdet. Okay, danke. Würde ich jetzt mal behaupten. Wo seid ihr? Ich schätze mal, die sind ja rausgerannt. Ich schätze mal, die sind jetzt irgendwo hier draußen. Die Frage ist, nein, ist es doch nicht hier draußen? Doch, hier waren sie auf jeden Fall. Na gut, kann ich ja verstehen, wenn man gefangen wird, ohne Grund, ohne, ja, dann... Wir schauen das Ganze aber auch wirklich nicht aus wie eine ganz normale Burg von normalen Menschen. Schaut schon ein bisschen horrormäßig hier aus. Hier ist unser Pokal. Den werden wir uns holen. Ich hoffe, das war aber die einzigen, wo wir gefangen sind, denn Gefangene zu retten, das ist nicht so ganz mein Stil. Hier ist wieder Leben, obwohl wir es nicht gebraucht haben, nehmen wir mit. Ganz wichtig, denn mein Fehler war vorher, dass ich keine Flaschen hatte, aus dem Grund, weil ich ja immer gedacht habe, die sind nur zum Heilen da. Brühend heißes Öl, daran verbrennt ihr euch eure Skelettzehen. Schließt vor der Durchquerung lieber erst die Ölventile. Ja, und wo sind die? Die Ölventile, Schleser. Ja, gut, dann... Da hinten vielleicht auch zufällig offen. Boah. Da müssen wir aufpassen, da waren glaube ich gleich welche. Renn hier durch und schieß einfach. Ah, das Schwert geht auch, Leute. So viele Pfeile haben wir. Ach, das ist irgendwo einer. So, war es das jetzt? Scheinbar. Der Blitzhandschuh, den habe ich zwar auch schon mal ausprobiert, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Fan davon. Sollte eigentlich noch alles reichen, außer vielleicht meine... Die reichen nicht mehr so ganz. Das ist reine Vorsichtsmaßnahme, Leute. Das ist so schweineteuer. Na komm. Wir brauchen sie ja. Sollten aber jetzt nicht mehr verschwenderisch mit denen umgehen. Aber es ist so gut wie gar nicht verwenden. Das Beste, was ich tun kann.
Naja, außer sie fliegen mal wieder durch die Gegend. Der Geist halt so gemacht, du kannst halt nicht runterfallen. Wer aufpasst, fällt auch nicht runter. Nein! Nein, das waren eine, das waren welche von uns. Doch nicht? Was jetzt? Ne, das waren doch keine von uns. Okay, gut. Ich hab gedacht, es wären welche von uns gewesen, aber nein, die dürfen wir alle töten, kein Problem. Alles tutti frutti hier. Okay, da geht's kurz in den Abgrund runter. Ich hab's gerade auf 2 Sekunden wirklich wieder. Wird wieder abgezogen. Wir haben nicht so ganz wie Feinde ausgeschaut. Schild gefunden. So. Ich höre hier irgendwas Dickes und Großes stampfen. Ich kann noch nicht ausschließen. Sag mal, wie oft kann ich hier was kaufen gehen? Sind wir im letzten Level oder wie? Das wäre mal sehr uncool, jetzt schon das letzte Level zu haben. Ach, boah, was ist das? Nee, das ist doch lang noch nicht. Also, wir sind noch lang noch nicht hier. Hier geht's einfach nur wieder zurück. Das heißt, wir müssen wohl über den Burggraben drüber. Also über das hier. Vor langer Zeit war dies der Thronsaal von König Peregrin. Jetzt schleichen stinkende Dämonen durch die Gänge. Das muss den Geist des Königs wahrlich sehr betrüben. Naja. Sehr wahrscheinlich. Wer würde sich schon darüber freuen? Okay, hier ist ein zweiter Ein- oder Ausgang. Dann gehen wir mal da rein. Manchmal wandert der Geist von König Peregrin durch diese Säle oder sitzt traurig auf seinem Thron. Findet seine Krone. Vielleicht könnt ihr ihn herbeirufen. Na cool. Seine Krone. Das war sowas von klar. Sie sehen halt jetzt nichts. Okay. Ich sitze hier fest, kann das sein? Nee. Wir sitzen nicht fest, unser rotes kleines Lichtchen wird uns helfen. Hoffe ich mal. Stammelte ich und hoffte, dass es mir hilft. Bis jetzt ist noch alles tutti frutti mit meinem Leben. Muss ich schon sagen, also. Bis jetzt noch keine Angst gehabt, dass ich den Löffel abgib. Ich gehe doch schlecht so viele Leute, wie ich hier um mich versammelt habe. So. Hier geht's auch nochmal rein. Nimm hier seiner. Das Schloss steht auf einem schlummernden Vulkan. Lediglich dieses große Schleusentor bewahrt euch vor einer äußerst heißen Dusche. Okay. Ist es jetzt einfach nur mal zum Angucken, oder? Ich müsste wieder irgendwann mal durch. Ich habe die Krone gefunden. Yippie!
Und wie viel Prozent haben wir? 77. Das ist immer noch nicht so ganz alles, was wir brauchen. Da fehlt noch ein ordentliches Stück. Den gönne ich mir. Da wird gegönnt. Ich möchte sagen, das Level ist gefühlsmäßig 50 mal größer als vorher. Wahrscheinlich falle ich hier gleich wieder runter, wenn ich da drüber gelaufe. So, Peregrin, jetzt komm. Sir Fortescue, mein edelster Ritter, mein mutigster Krieger. Och, in dieser dunklen Stunde liegt das Schicksal des Reiches erneut in euren Händen. Mein Gott, Fortescue, was ist mit eurem Kind? Ja, Pech gehabt. Seht, Zaroks Schattendämonen haben sich da unten versteckt und brechen zum Sturm auf Gellomir auf. Und wenn wir seine Pläne durchkreuzen wollen, müssen wir das Schloss über ihnen umstürzen und die Schleusentore für die Lava öffnen. Ich kann euch den Hebel für das Tor zeigen, aber nur ihr könnt ihn ziehen. Natürlich ist das sehr gefährlich, selbst für einen Toten. Und wenn dieser Teufel sieht, was ihr getan habt, wird er euch in der Hölle schmoren sehen wollen. Aber einen wie euch schreckt das doch nicht ab, Fortescue, oder? Schön. Viel Glück, alter Freund. Ja, kein Wunder, dass ich gestorben bin. Wären meine Gedanken an seiner Stelle. Die Lava strömt, Sir Dan. Das Schloss wird fallen. Ihr habt nicht viel Zeit, die Steinfiguren zu besiegen und dem Inferno zu entkommen. Ich hab nicht gefühlt, dass das Damage macht. Okay, logisch denken, ich hab ne Idee. Lass es sich schieben. Was sich schieben lässt, das lässt sich auch runterstoßen. Ach, komm. Aufs Leben können wir knödeln. Komm. Ich will hier raus, Digga. Ich will nicht sterben. Ach, Mann. Ganz. Ja, Schatten nehmen wir uns auch noch hier besiegen, oder was? Ja, hier auch noch dazu besiegen. Wenn nicht, dann. Scheibenkleister. Unter Zeitdruck irgendwelche Leute töten, irgendwas tun. Ich glaube, das ist nichts für mich. Kann ich einfach abhauen? Das war's? Ich weiß nicht mehr wohin. Logisch ist zu. Eine Minute. Okay, und dann sind wir tot. Dann muss ich alles nur von vorne machen. Gar keine Lust drauf. Schleusen zu machen. Halt, stopp, ich hab's ausgetrocknet. Noch eine Minute. Okay. Ich weiß nicht. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Scheibenkleister, wir haben den Pokal nicht. Nein!
ohne Pokal kann ich doch nicht gehen, Leute. Okay, Leute, ich hole noch schnell den Pokal. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Du versus Medieval. Ciao, ciao. Hallihallo. Ich habe ein kleines Geschenk für euch. Schließt das Auge und streckt die Hände aus.